Ich darf als nächstes Onur von der DiDEF auf die Bühne bitten. Er wird ebenfalls eine Solidaritätserklärung vortragen. Danke, Anthony. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, mit einer absurden Begründung will der Bundeswahlleiter eure Zulassung zu den Wahlen verweigern. Wir, die Föderation der demokratischen Arbeitervereine, DiDEF Stuttgart, sind zutiefst empört über den politisch motivierten Versuch, euch den Parteistatus abzuerkennen. Erneut wird auf bürokratischen Umwegen die Arbeit und der Kampf von fortschrittlichen Kräften kriminalisiert. Das ist nicht nur ein formal juristischer Fehlgriff, sondern offensichtlich ein gezielter Angriff mit politischer Sprengkraft. Während der Staat bei linken und fortschrittlichen Kräften sehr gründlich überprüft, sehen wir, dass er auf dem rechten Auge blind ist. Sowohl hohe Spendensummen aus dem Ausland für die AfD als auch nicht angegebene Nebeneinkünfte von Abgeordneten oder auch offene Korruptionsskandale von staatstragenden Parteien und Regierungsmitgliedern werden demonstrativ ignoriert und totgeschwiegen. Gleichzeitig droht man mit dem kalten Parteiverbot, euch den finanziellen Boden und die politische Praxis gegen Demokratie und Sozialabbau zu entziehen. Das, liebe Genossinnen und Genossen, hat nur eines verdient: den gemeinsamen Widerstand gegen jeden Versuch, den Kampf gegen Unterdrückung, Spaltung und Rassismus zu kriminalisieren. Dafür habt ihr unsere Solidarität. Danke, Onur.